will nicht schuld sein, wenn man ja, hallo Leute. Ich bin's, euer Onirai auf 263 auf Twitch und auf YouTube bin ich euer Sephiroth. Und heute spielen wir die Crew. Und zwar eine Wolfsmission, einfach mal so aus Spaß und Freude. 10 bis 60 Minuten soll das Ganze dauern und wir sind mal gespannt, wie viele Live-Zuschauer wir heute kriegen und wie viel davon mit mir heute schreiben wollen. Das letzte Mal hatte ich einen ganz netten Kerl. Okay, Rennen hat man gehört. Okay, unser Rennen ist gut. Dann ist, soll es halt so sein. Jetzt muss ich wieder aufhören zu labern. Scheiße. Ich voll wieder verkackt jetzt gleich. Naja gut. Noch sind wir nicht weit. Komm, noch ärgert's mich nicht. Aber der erste Checkpoint war schon sehr weit entfernt. So, da muss ich jetzt schon aufpassen. Merke ich schon. Obwohl mit meiner Dodge Viper erreiche ich ja fast 300 km. Das sollte ja eigentlich machbar sein auf der Geraden. Und man kann gut fahren mit der Viper eigentlich, wenn man so wenig raushält. Das ist natürlich Heckantrieb. Das natürlich heißt, dann schleudert es halt hinten ganz schön rum. Aber dafür kannst du ja schön driften. Und das PE-Wagen haftet ja dann so schön an der Straße. So, jetzt bin ich 4 Minuten entfernt. Ja, gerade einholen will ich ihn nimmer. Ich hoffe, man hört die Musik nicht, weil sonst habe ich gleich Copyright-Probleme. Komm, 300 kann ich doch fast erreichen mit den Wagen. Geht doch. Läuft doch. Oh. Okay. Natürlich, wenn ich so fahre, nicht gerade. Dann wird es natürlich nichts. Aber 30 Tore. Wie lang ist die Strecke? Also es ist wegen Ausdauerrennen. Na ne? Gut, dann haben wir ja wenig Zeit zum Reden mit den Zuschauern, wenn welche einschalten sollten. 2 Minuten schaut schon besser aus. Schon gut eingeholt. Natürlich wäre es praktisch, wenn ich zum Hintermann wüsste, wie weit der entfernt ist, aber ich glaube, das sind bloß ein paar Sekunden. Ah. Hat er wegen Scheiße gebaut. Ja, es passiert schon mal auf der Strecke. Oh, da hast 2 Fehler gerade gesehen. Ja, aber das ist live. Au. Ah, haben wir schon 35 Tonnen, also brauchen wir ja nur noch ein paar. Und da haben wir einen verdammten Zuschauer. Hallo lieber Zuschauer, das kann sich etwas ziehen, aber es macht ja nichts. Wir sind ja alle hier unter einem Dach und Fach und
Falls du dich entscheidest, was zu schreiben, muss ich dich gleich sagen, es wird live auf T-Twitch archiviert. Also was du schreibst, bleibt eine Zeit lang erhalten. Und falls du gleich fragst, ich habe eine Dodge Viper GTSR und ja, wird hier gerade abgezogen. Und noch nicht voll aufgetunte. Von daher. Ja. Von daher fahre ich den Typen natürlich voll nahe. Aber ich muss ja nur unter den ersten drei kommen, also ist es wieder weg. Schnell ist auf dem Market. Wenn man die Leute warnt. Aber mit der Einstellung möchte ich eigentlich trotzdem gewinnen, weil PE, das Level bin ich höher wie die anderen. Aber der mit 309 zieht voll an mir vorbei. Aber macht grobe Schnitzer. Wieder Stefan, wieder Stefan. Ach, nein, 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 nicht in Wald, nein, 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 nein. Verdammte Scheiße. Herrlich, das Wort sollte man rausstreichen, das ist mein Wortschatz. Natürlich jetzt näher. Einen auf dem letzten Platz katapultiert. Das ist natürlich dumm gemacht, aber es wäre ja kein Rennen, außerdem habe ich noch ein paar Tore vor mir. Es werden jetzt öfter noch, denke ich mal, Schnitzer passieren, wo ich meine Vorteile rausziehe. Und auch der Computer seine Vorteile rauszieht. Ich meine, ein paar Sekunden sind wir jetzt noch voll. Der erste ist natürlich, boah, der ist natürlich weggezogen wie sonst was, ne? Das kostet natürlich jetzt alles wegen Nerven. Aber solange ich Zweiter fähre, ist alles gut, glaube ich. Da bin ich nämlich auch froh selber drüber. Wenn ich natürlich Erster wäre, wäre es natürlich richtig awesome. Und auch richtig super. Aber so Punkte hier und weit reinkommen, ist es natürlich aus mit meiner Geschwindigkeit. Aber es ist ein PE-Renner. Ich denke mal, das ist mehr auf gerade hier bezogen und nicht so arg auf Kurven. Die meisten haben dasselbe Problem wie ich. In den Kurven hier. Das ist schon mal sehr gut. Da kommt eine scharfe Kurve, muss ich wenig bremsen. Das war gut gemacht, denke ich mal. Es war nicht schlecht. Klein wenig Nitro hinterher. Perfekt. Awesome, awesome. Läuft, läuft. Aber der erste ist noch. Ich schließe auf. Jetzt auf der Geraden schließe ich auf, glaube ich. Sehr gut. Perfekt gelöst. Und ich war ja eigentlich vorn. Das muss mir ja keiner auf die Nase binden hier. Großartig. Ah, verdammt. Da wegen die drunter, ja. Naja, schauen wir mal, ob wir noch schaffen. Den ersten. Also von der Fahrzeugstufe her, ja. Warum ich eine Viper habe, wo 3 Euro kostet, ich habe sie mir nicht gekauft, zumal so. Die war einmal in meiner Garage. Ich freue mich natürlich. Ultra. Ah. Danke. Dann würde ich mich auch nochmal bedanken an Ubisoft oder Uplay, je nachdem wer das mir hier gesponsert hat, die Viper. Finde ich total klasse. Ja, ich selber habe sie mir nicht gekauft.
Ah, hallo liebe Zuschauer. Du bist live auf Twitch. Willkommen. Das Spiel wird archiviert, das muss ich jetzt so laut AGBs sagen. Oh Gott. Ah, verdammte Scheiße, ey. Scheiß Kurve. Ah, verdammte Kacke, ey. Ich komm näher, ich sehe das schon. Nein! Warum? Warum tust du das? Warum machst du vor mir einen Unfall? Warum, warum? Das geht doch nicht. Na gut, das ist ja sehr Tor und ich mache ganz sicher nicht auf Neustart. Ey, da brauchst du voll lang, bis du mal ins 11. Tor kommst. Und ich lebe von Schnitzern vom Computer auch. Muss ich dazu sagen. Uff, aber ist anstrengend. Muss ich schon sagen. 10 Minuten bis 60 Minuten kann das hier gehen. Also 10 Minuten habe ich schon, glaube ich, überschritten. Ich habe angefangen zu streamen mit Null komplett, also ich habe komplett null angefangen. Ah, na, hallo lieber zweiter Zuschauer. Laut AGBs muss ich dich darauf hinweisen, dass du archiviert wirst. Ich bin auf T-Twitch und archiviere Spiele mit. Also kann man die auch noch später anschauen. Also Punkte freigegeben worden sind. Ihr könntet trotzdem mal ein Hi schreiben, wenn ihr wollt. Könnte ich euch persönlich ansprechen. Das ist mir dann immer mal lieber, falls Fragen aufkommen. Na, jetzt ist er weg. Gut, okay, dann halt nicht. Ah, scheiß Kurve. Ein Gas geben. Davon kommt dann noch einer davon. Ist mir bald gezwungen, auf Schrittgeschwindigkeit runter zu drosseln. Also zweiter will ich schon mindestens werden, aber ich wahrscheinlich nur mehr erster werde. Den habe ich jetzt gut abgedriftet, ey. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Na, oh, vier Sekunden von. Gut, im Rennsport nicht gerade so viel, würde ich jetzt mal sagen. Aber der ist schon weit von. Ganz einholen will ich ihn nimmer. Aber wie gesagt, Bock auf Neustadt habe ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt bin ich auf der Hälfte. Tschüss, der letzte Zuschauer. Naja, kann man halt nichts machen. Wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Hey, du bist ein Arschloch, ey. Ich habe dich abgedrängt und jetzt machst du mir das Leben schwer. Aber schon mal gut. Hey, du machst wieder vor mir einen Unfall dann, ey. Aber in der Endgeschwindigkeit gewinne ich doch. Oh nein! Scheiße! Ehrlich!
Warum muss ich jetzt daran fahren? Grober Schnitzer. Das will ich gut machen. Ich wollte eigentlich so um die Kurve rumkommen. Verdammte Scheiße, ey. Mich hier einmal weggedreht und dann schon bist du hinten. Sieh das richtig mal raus hab mit dem PE. Kann es ein wenig dauern. Ist mit dem Fahrzeugklasse hier. Das ist mein erstes Mal, also ich habe noch nicht so viel Kilometer auf dem Tacho, wie man sieht. 2 Kilometer noch bis zum nächsten Checkpoint. Naja, gut. Das ist ja wohl nicht so schlimm. Sag ich, in der Endgeschwindigkeit bin ich höher, aber zum Handling ist es wegen schwieriger. Glaube ich, also, ja gut, jetzt. Fahren wir relativ schnell, gleich schnell. Hinten drauf aber alle sorgen. So macht man das. So holt man nochmal alles raus aus den Karren hier. Okay. Aber ich hab dich schon einmal gekriegt jetzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt mal gut. Nämlich nur noch wir zwei Battle. Ah ja. Oh, da könnte ich jetzt eigentlich punkten, mal wegen Luftgewinn zwischen den Kerle. Darf ja nicht mitsingen, verdammt. Dammig. Der scheiß Köpfer hat nicht gerechnet. Geh weg jetzt von mir. Das lass ich mir nicht mal gefallen von dir. Massenkamroll hast du jetzt gemacht. Verdammt, ich. Er hat die bessere Beschleunigung. Deswegen kommt er wenig besser weg wie ich. Weniger kmh, aber bessere Beschleunigung. Ich habe die bessere Endgeschwindigkeit. Deswegen bin ich wenig höher. Aber Kurven nämlich relativ gut jetzt mittlerweile. Schon mal nicht schlecht. Also gestern war mehr los auf dem Live-Ticker. Aber es soll mich nicht stören. Habt ihr meine Videos wenn angeschaut? Ich. Aber ein paar Likes, ich bin jetzt nicht so Like-Fan.
Sag jetzt auch nicht so, oh, komm, liked mich, sonst. Ne? Das ist mir eigentlich relativ, das mache ich eigentlich aus Spaß. Wie YouTube. Ich mache das gerade aus Spaß, weil ich Spaß dran habe, Let's Plays zu machen und. Und ein bisschen anders zu sein, also ein wenig komischer. Ich gebe mir meine Mühe. Also wisst ihr, wie schwer es also eigentlich ist, hier nicht mitzusingen. Um es zu verraten, ich höre Rammstein. Und das ist ultra schwer, da nicht mitzusingen. Na, werde ich dich jetzt erwischen, mal langsam. Doch wie viel Ausweichfehler, ey. Aber die Endbeschleunigung von den Kribbelkern ist halt zu gut. Und ich habe noch alles auf Bronze. Mit meinem PE-Kern. Aber so in Häuserschlachten kann ich punkten, glaube ich. Uah. Aber so eine Beschleunigung ist ja doch ein wenig besser wie ich. Da muss ich schon Nitro einsetzen, dass ich ein wenig hinterherkomme. Das ist schon böse. Aber dauert ganz schön lang. Finde ich richtig genial, dieses Rennen, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich es gleich am Anfang neu gestartet habe. Aber selbst wenn ich jetzt Zweiter werde, wenn er mich jetzt den letzten Meter überholen wird, wird er auch tun. Oder ist im Wald verhängt. Hängt irgendwie im Wald fest. Aber die Endbeschleunigung von dem Kahn ist einfach zu gut. Da kann es nichts machen. Da ist er ja schon wieder, ne? Also die Beschleunigung von dem Kahn ist echt richtig gut. Das Handling ist auch super. Wie schnell der ausweicht, na gut, das ist das Computer, muss ich dazu sagen. So, jetzt habe ich ihn erstmal ein wenig los. Ja, wahrscheinlich nicht lang, der wird sich gleich wieder an die Spitze kämpfen. Da bin ich eigentlich am besten weggekommen zur 5. Kurve. Finde ich ja geil. Oh, durch die Stadt durch. Das ist ja echt fies. Kann ich nur hier sein und wenn Gas geben. Nein. Wo wäre ich gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn ich auf der. Sag ich ja eine Endbeschleunigung. Ah, oh, ist das super. Ja, dich, ist ja. Da gehe ich ja dreimal, bis ich dich überhole. Oh, davon ist es. Oh, bin ich schon so weit? Jetzt bin ich nochmal richtig gut fahren. Komm. Ein Kilometer noch. Bremsen. Jetzt Gas geben. Ich
Ja! Yeah. Oh, sag mal. Ah, oh, hier möchten gar nicht Zähne. Was ist so schlimm, schau doch gar nicht aus. Stufe 21, Stufenstück. Bugs 13.133 habe ich jetzt gewonnen. Ansehen, 307 AP habe ich jetzt dazu gewonnen. Teil ist mit anderen Erfahrungen. 2035 Erfahrungspunkte gesammelt. Uff. Also muss ich sagen, geil. Ehrlich war, also das mache ich morgen wieder. Das gefällt mir richtig. So, meine Weiber. Das habe ich wie gesagt, gestern meinen Freund zu verdanken. Die Farbkombination. Der sich ausgedacht. Grün mit diesen. Also ich finde es auch richtig gut. Dann habe ich ein Hotwort. Mit Totenköpfen von dran. Fand ich richtig gut. Mir war das Motiv nur nicht klar. Aber es sind Totenköpfe geworden. Offener Motorblock hinten offen und es ist ein Gelände. Hotwort. Dann mein erstes Auto. Mein allererstes. Den bin ich ja schon wegen weiter. 273 Stufe. Zwar ist nicht so gut wie meine Leiber, aber damit lässt sich gut fahren. Dann habe ich den Hotrod noch. Also Straßenhotrod. Mit 230. Der braucht sich eigentlich alle zu verstecken. Habe ich noch eine Coupé? Warum habe ich die so oft? Genauso wie ein Camaro. Trennen. Okay, ist ein besser geworden. Das ist sehr fragwürdig, warum ich das so hab. Aber nur die zwei. Komisch. Ganz seltsam. Naja. So. Kann ich wahrscheinlich nur einmal am Tag machen, oder? Ne, kann ich mehrmals machen. Buh. Der Weg nach Amarillo. Ah, es geht höher dann. Ach, es passt sich meiner Stufe an. Über eine Stunde. Aber es hat jetzt mein Geld ganz schön gut getan, muss ich sagen. Nee, das ist dann schon Stufe 30. Ja, ich bin fest. Ich brauche was machen hier. Ey. Aha, der Fluchttest. Blitzreise. Kann ich schon mal machen. Aber wie gesagt, mit den hier habe ich gar nichts gewonnen bis jetzt. Teilemäßig. Durch Gelände durch muss, dann nehme ich natürlich was anderes da. Mein Gott.
Okay, jetzt bin ich an einen Baum gefahren, das passiert natürlich auch schon mal. Und jetzt? Da kommt es schon. Ah, Silber. Das ist gut. Aber ist ja nicht für mich. Ich weiß nicht, für das hier. Obwohl, nee. Das habe ich jetzt nur mal so für mein Straßenfahrzeug gemacht. Wo ist er denn? Da ist er. Was? Ich habe eine Einspritzanlage gewonnen, oder kann ich das nur mit den... Eigentlich nicht, ne? Das ist für einer. Aber ich will es gar nicht wissen. Hier kann ich gar nichts machen. Okay. War doch drin. Ey, war doch drin. Verdammt. Da wische ich nicht mehr ganz nah mehr hin. Oh, ein Pluspunkt kriege ich. Her damit. Ein Pluspunkt nehme ich. Einmal das falsche Taste. Präzisionstest. Könnte ich auch mal versuchen. Bekomme ich halt höher wie das. Warte grad. Ehrlich. Oh, 6 plus. Aufstatten, ausstatten. Ah, zwei neue Zuschauer. Guten Abend, liebe zwei Zuschauer. Was hattet ihr von meiner Dodge Viper? Habe ich. Also gekauft habe ich sie mir nicht. Die, das ist jetzt die, glaube ich, die Version für 3 Euro. Fand ich auf einmal in meiner Garage. Habt ihr auch sowas gekriegt vielleicht? Spielt das Spiel? Also Feedback, den ich mich gerne mal wünschen. Weil vielleicht haben sie auch noch mehr bekommen. Oder auch nicht. Redet halt nicht mit mir. Sorry, schade. Beutetest, was ist das jetzt da wieder? Wiki, Beutetest. Ach, Zertrümmern, ja.
Ah ja. Oh, ist ja echt fies, ne? Schickste, weil die Viper raus auf die Straße. Nee. Ich brauche Teile, aber Beutetest ist echt asozial. Ist echt schlimm. Tempotest kann ich halt machen. Slalomtest auch nicht. Da habe ich zwar schon was. Dann kriege ich erst auf Stufe 30 irgendwie was. Puh. Ich glaube, ich leih mir mal kurz hier diese Antenne aus. Ah. Ah, ich schätze mal. Setzen wir mal hier in den Mittelwegpunkt. Besser gesagt, ich reiße hier mal rein. Ganz rot. Kann ich mal schauen, was ich alles noch machen kann hier unten. Wenigstens das. Und sehe schon mal einen neuen Hot Rods dann. Ha! Hat ja alles so seine Vorteile. Also hier irgendwo. Hier muss es irgendwo sein dann. Da ist es doch schon. Ja, das kann ich überspringen. Das habe ich schon zumindest 1000 Mal gesehen. Cool, das schaut vielversprechend aus. Pff, Stufe 22. Ja, danke fürs Gespräch. Das ist alles hier hinten so hoch. Hier ist ein Autohändler. Kann ich mal eigentlich meinen Wegpunkt setzen? Mal gucken, was der für so ein Auto haben will jetzt mittlerweile. Aber ich will mir dann noch einen Rennschlitten kaufen. Oder besser gesagt, ich kann die Viper auch nochmal ein wenig umgestalten. Ich habe scheinbar zwei. Warum auch immer. Warum ich aber immer zwei habe. Weil dann kann ich sie wirklich so in alle Formen umstalten, aber du musst halt alles tunen. Das ist halt schwingen. Uff. Oh naja, gut. Das 30 Fahrzeuge in 20 Sekunden. Das habe ich geschafft. Hurra! Hallo lieber Zuschauer, ich sehe dich jetzt erst. Falls du schon früher da warst, dann tut mir leid, dass ich dich nicht sofort begrüßt habe. Aber es kommt immer darauf an, wo du gerade zuschaust. Also jetzt vom Computer aus zuschaust, siehst du, dass du bist so zeitversetzt. Habe ich nämlich schon von Handy aus festgestellt. Aua.
prüfe, ob's das ist, was du brauchst. Ich fahre nicht in mein Leben. Ich probiere ein Auto aus. Na schon. Das Ding, das will ich mir als nächstes kaufen. Na gut, das war scheiß genau in Kurve. Doof gemacht. Ah ja, das könnte ich mir zulegen, ey. Das tut mir gefallen. Nummer ausschaut. Na halt. Na gut. Auf einmal bin ich weg. Uah. Nicht mal. Ja, Lenkung muss bearbeiten, aber sonst ist gut. Könnte ich mich dran gewöhnen. Die Leute wissen, dass ich auf YouTube mit bin, haben sie irgendwie Angst. Falsche Kosten. Deswegen hat mir das hier auch gleich gefallen. Kostet eigentlich nur 19.000. Und 78.000 normal. 19.000 hätte ich. Das hat nur Perf, ne? Und PE habe ich jetzt eigentlich schon. Aber, kann ich halt mal umtun, in ein Rennauto dann. Kostet ja bloß eine Stange Geld. Schauen wir, er fährt. Kann aber kommen, wie er ranfährt. Na, diesmal fährt er gleich raus. Vorhin schaut er echt schön aus, hinten schaut er echt scheiße aus. Gut, Beschleunigung ist nicht verkehrt. Lenkung ist ein bisschen aggressiver. Ich muss ein wenig mehr bremsen. Das ist PE-Auto. Gute Beschleunigung ist schon mal unaufgemutzt. Richtig gut. Das
bei solchen Probefahrten würde ich mir wünschen, dass es einfach nur wenn geradeaus geht. Dass man wegen die Geschwindigkeit anmerkt. Ich meine, Handling ist auch wichtig, aber dass man es wegen entscheiden könnte. Fällt mir. Fällt mir gut. Steuerung ist wegen gewöhnungsbedürftig, aber als PE-Auto. Das ist nur als PE-Auto. Weiß nicht. Ford Mustang als PE-Auto. Ich meine, gut, um die Kurven kommt man ja rum. Ist alles kein Thema. Aber. Ja, sparen müsste ich so oder so jetzt erstmal. Die Bugs gebe ich erstmal noch nicht aus. Ja bloß mal für Teile ausgegeben, kurz einen Teil, wo ich haben wollte, wo ich mir das leisten konnte. Aber das starke Driftverhalten als PE-Auto. Gut, das PE-Auto haftest ein bisschen an der Straße, aber puh. Mann, jetzt habe ich schon Plus. Uff. Typisch PI-Halt dann, PI-Steuerung. Wenn du mal außer Kontrolle bist, dann bist du außer Kontrolle. So, hinten gefällt es mir gar nicht. Vorne schaut er richtig gut aus. Das vorne schaut er richtig geil aus. Von vorne hätte mir jetzt gefallen. Auf Anhieb. Auf hinten, ach. Finde ich das einfach nur. Boah, weiß auch nicht. Die Autos sind das Pifare verkaufen. Nein, die müssen sie wieder drüber lackieren. Ist das okay. Nee. Nur als PR-Auto tut es mir nicht gefallen. Vielleicht als Rennauto. Aber sonst. Nichts, aber das ist mir glaube ich nicht wert. Hier ein Alfa Romeo. Von Alfa Romeo habe ich ja geheilt. Und das ist das PE-Auto und das. Hier den kannst du wieder bloß als PE-Auto nutzen. Ja, auch. Den kannst du wenigstens auch als Rennauto machen. Rennauto, 31.000 kostet der Umbau. Gut. Zwei Straßenfahrzeuge, das ist erst ab Stufe 30 hier. Rallye. Ich hasse Rallye. Hoffentlich muss ich das nie machen. Volkswagen. Das kannst du auch aus Perf nehmen. Okay. Das ist echt krank. ...2013er Viper, was hab ich jetzt da? Was ist das jetzt für eine? 2010er. Ah, das ist das ältere Modell. Ach so. Aber ich habe sie mir trotzdem nicht gekauft. Warum sollte ich auch? Sollte ich mir im Store einen kaufen?
schaffe ich. Du glaubst spielen. Holen, wenn wir das Geld rechtzeitig zurückzahlen wollen. Du hast sicher schon eine Idee. Würde ich denn sonst anrufen? Sieh dir den an. Die Taschen voller Geld. Könnte gleich überall groß schmutziges Geld draufschreiben. Ja, großes Problem in der Gegend. Das zu viel Geld-Syndrom. Meeting unseren Bankdienst an. Jo, sollte mit meinem Fahrzeugstufe eigentlich kein Thema sein, hoffe ich. Mist. Verlierst du ihn? Du verlierst ihn! Ja, eigentlich nicht. Danke, danke. Na komm, jetzt habe ich dich doch gleich. Sei doch nicht so Arsch. Ja, noch zwei Minuten würden wir schaffen, ey. Oh, jetzt gibt er noch eine Drücher. Blöde Krampe, du. Erwischt mit dem Heck. Ich esse nebenbei Weintrauben. Lecker, lecker. Hm, 22. Wird schon langsam besser. So, jetzt keine Null dahinter, aber mein Gott. Hast du ihn? Ja, hab ich. Gut, ich hol das Zeug ab. Jetzt zurück an die Arbeit. Okay. Also mal richtig, wenn gechillt. Filter. Status unerledigt. Okay. Ja. Ist jetzt nur noch die Geländemission hier. Boah. Ich mag aber kein Gelände fahren. 225 ja noch. Ich mag kein Gelände, ich hasse es. Hey, erinnerst du dich an die gestohlenen 510-Schlitten? Meinst du die, für die ich gerade Geld zusammenkratze? Meine Leute haben gerade einen davon gesehen. Hol ihn dir! Ich hab den Autodieb. Der kann von mir aus krepieren. Ich will den Wagen. Übrigens, je toter er ist, desto besser fühle ich mich. Mach den Kerl alle. Je toter er ist, umso besser. Schauen wir mal, den schaffen wir jetzt ja noch so auf die. Das ist genauso zwei Minuten wie beim anderen, aber ich hasse Gelände. Ich hab noch mehr davon.
Puh, naja, mach ich nochmal. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass der jetzt einfach abbiegt. Das ist echt fies. Also je toter, umso besser. Ist da lang. Kurz mal bremsen. Ah ja, okay, könnte ich ja darüber. Ich kann jetzt nicht. Geht da wieder aus. Ich hab den Autodieb. Der kann von. Nun schauen wir mal. Ob es jetzt besser wird. Aber ich kann ja nur fahren. Schnell. Ah, fuck. Ich dachte, ich da mischen. Muss nochmal neu starten. Hilft nichts. Die erste Minute ist entscheidend. Bei ein paar Missionen hängst du ein wenig länger drüber. Habe ich ja bei dem Spiel festgestellt. Lang. Zum Glück kannst du sagen, fährt er immer gleich. Egal was ist, ist fest programmiert. Du kannst ein wenig planen. Ich hab noch mehr davon. Gib schon auf. Schade. Der Vorsitzende ist eigentlich ein guter Plan. Wie ist das? Da hält viel aus. Ist auch noch ein Faktor. Jetzt erwische ich nämlich nicht gescheit. Ich hab noch mehr davon. Es ist ja gerade mal orange. Ich hab noch eine Minute. Du bist erledigt. Jetzt noch einmal gescheit ranpuffen. Das Puffen kostet ja überhaupt keine Kraft, weißt du? Schon auf! Ich hab noch mehr davon! Was? Wo denn ist er? Hallo? Wer hat das überlebt? Hallo? Ich hab mich hier reingedrängt. Normal müsste er eigentlich jetzt ein Moose sein. Meine Fresse, ne. Das ist ein hartiger Kribbel gewesen. Seht jetzt noch weiter von. Ist ja. Naja, ja. Ach, lieber Zuschauer, wenn du das schon gesehen hast. Jetzt ist sich ein Grab umdrehen, glaube ich, jetzt gerade.
Aber wenigstens habe ich einen Motorkern gewonnen. Naja. Also nochmal mache ich es nicht. Bitte! Nimm was du willst und lass mich gehen! Woher ist der Wagen? Was? Ich, gekauft! Von wem? Der Mann. Ich glaube, er hieß Harry? Hau jetzt ab. Und bleib weit weg. Hast du den miesen Dieb? Sorry, er ist entkommen. Gott verdammt! Wir haben ein Problem. Welches? Der Typ, der die 510-Wagen geklaut hat. Es war Harry. Wow. Sicher? Ja. Eine Ahnung warum? Muss was mit der Frau zu tun haben, die bei ihm war. Ich grab weiter. Genau, grab weiter. Grab so tief? Lass mal warten. Ich krieg eine Mission noch da. Die 206. Ja, die mache ich jetzt noch, glaube ich. Und dann beende ich meinen Stream. Ich meine, heute habe ich zwar viel Zuschauer schon gehabt, aber die waren alle ein wenig schüchtern. Und was hast du vor mit Harry? Also, das ist mein Plan. Erstens zu ihm fahren. Zweitens ihn fragen, was zum Teufel los ist. Dazu muss ich ihn natürlich erst finden. Beim dritten Teil kann ich helfen. Dummerweise hat Harry den Peilsender gefunden und entfernt. Zum Glück habe ich mitgehört, als er die Frau anrief. Er trifft sich mit ihr. Du würdest einen echt guten FBI-Beamten abgeben. Ich wette, das sagst du allen FBI-Betreuern. Fahr zu Harry. Jawohl, Chefin. Fahr doch gern zu Harry. Vor allem mit der Zeitdruck. Fährt sich so besonders gut. Und in der Warschauer. Oh, es läuft ja eigentlich relativ geschmeidig. Die halt weg. Gott. Fuck. Scheiße. Jetzt bin ich falsch gefahren, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich mich auf den Verkehr zu auch konzentriert. Ich fahr gern so heavy. Zum Glück kein Unfall. Nur wegen rangepuffelt. Muss ich eigentlich im Gegenverkehr fahren? Das ist echt belastend. Entschuldigung. Schaut auch gut aus bis jetzt. Ach, da kann ich hier durchfahren. Schön, dass wir außen rumfahren. Ist doch eine legale Abkürzung gewesen jetzt. Oder doch nicht. Solange ich die Checks erreiche, ist doch scheißegal.
Geh weg. Au, au, au. Mensch, mein armes Auto. Ah, schön geschmeidig rumgekommen. Da ist eine Baustelle, alle Baustelle. Bin ich bald da? Ja, er ist kurz vor dir. Gott sei Dank. Schöne Restzeit. War jetzt bei der Wing zu einfach. Statten aus ist alles besser. Und, oh. Ja, fies. Machst du hier? Ich weiß von den Autos, die du den Five Tens geklaut hast. Ich weiß auch von der Braut, der du die Kohle gegeben hast. Ich weiß nur nicht, warum. Diese Frau, sie heißt Connie. Sie war Daytons Freundin, bevor er starb. Sie hat einen 5-jährigen Jungen, Ben. Daytons Sohn, dein Neffe. Du Mistkerl, warum hast du das verheimlicht? Wollte ich nicht, aber ich musste es ihr versprechen. Nach der Sache mit Dayton hatte sie Angst. Du hättest es sagen müssen. Ich weiß. Tut mir leid. Also, was war los? Muss ich Harry an den Stuhl fesseln? Das würde ihm gefallen, aber mach dir keine Sorgen wegen Harry. Er hilft nur einem Freund der Familie. Privatsache. Gefährdet nicht den Einsatz. Hoffentlich hast du recht. Was ist mit Eric? Wir sind nah dran. Noch ein paar Siege und er ist mit den 5-10-Oberen im Rhein. Dann habe ich mein Tattoo. Ich hab zwar schon ein Tattoo, aber es ist ja wurscht. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch. Das Ding geht 1:11. Morgen kommen ein paar V6, um ihr Geld. Ja, ja. Uns fehlen gut 20 Scheine. Relax, Mann, die verdienen wir. 20 Scheine. Auf die nicht in einen Durchgang.